Sommer im Park. Also ich bin begeistert von Anfang an. Ja, das sind Menschen, die machen was aus dem Prenzpark mit Musik, mit Kultur, mit Leben. Und das finde ich toll am Prenzpark und das möchte ich gerne als Künstler unterstützen. Es macht mir unheimlich Spaß, mit meiner Gruppe quasi Musici, dann mit diesem Projekt Buzukis und Gitarren. Und selber bin ich auch schon zweimal aufgetreten, solo. Und das macht einfach Laune und ist wirklich eine ganz tolle Bereicherung für Heidenheim. Seit der Landesgartenschau 2006 kommen wir regelmäßig in den Prenzpark. Von Anfang an haben wir die Atmosphäre einfach liebgewonnen. Und die Veranstaltungen, die dann nebenher laufen, Sommer im Park, die finde ich so ausgesprochen toll. Die Frau Enslin bemüht sich, wahnsinnig tolle Angebote herzubringen. Und das kann man nur loben. Es ist dermaßen vielseitig. Es sind Lesungen, Ausstellungen, es sind tolle Konzerte drinnen und draußen. Egal wie das Wetter ist, die Leute kommen von weit her. Mein persönliches Highlight im Sommer ist einfach immer, wenn es dann auch noch mit dem Wetter klappt, die Veranstaltung im Freien. Da sitzen wir dann, meine griechische Freundin Maria und ich, und lauschen den Gesängen von Buzuki und Gitarren. Wenn dann auch noch die Sonne scheint und man kriegt so ein, ja, man hat das warme Gefühl und die Sonne geht langsam unter. Herrlich, es ist wie in Griechenland, dazu die wundervolle Musik. Gute Stimmung, das ist immer unser persönliches Highlight. Ach, das bewundere ich einfach und weiß, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und von daher bin ich den Machern eigentlich so dankbar, dass sie das überhaupt machen, dass ich im nächsten Jahr unbedingt Mitglied werden möchte. Und die machen das mit so viel Begeisterung und Hingabe, dass es einfach ansteckt. Und deshalb komme ich gerne in den Prenzpark. Und ich muss einfach von meiner Warte aus als Zuhörer und als Akteur sagen, es ist einfach geil,